danke dem Leben, das mir so viel gegeben. Es gab mir zwei Augen, um deutlich zu trennen, das Weiße vom Schwarzen, die Welt zu erkennen. Sternklaren Grund überm endlosen Himmel und den, den ich liebe, im Menschengewimmel. La la la. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Echtzeitgottesdienst. Es freut uns, dass ihr und sie es trotz allem zu diesem Gottesdienst geschafft habt und dass wir nun zusammen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes feiern können. Wir wollen uns heute mit dem 6. Kapitel aus dem Evangelium nach Matthäus beschäftigen und insbesondere einen Blick auf das darin vorhandene Vaterunser werfen. Ich möchte nun einmal die Stelle Vers 5 bis 13 vorlesen. Jesus lehrte seine Jünger und sprach: Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu. Und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet.
Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich lese für uns aus Psalm 95 nach der Übersetzung Martin Luthers. Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzen dem Hort unseres Heils. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Denn sein ist das Meer und er hat's gemacht. Und seine Hände haben das Trockene bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Ich lese Psalm 95 nach Stefan Goldschmidt. Ich will dir danken, Gott, und dir mit Freuden singen, denn du hast die Tiefe der Erde gegründet und die Berge sich aufhalten lassen. Du hast dem Meer seinen Ort gegeben und die Länder davon geschieden. Du hast auch uns Menschen gemacht. Du hast uns mit Verstand begabt, deine Werke zu erkennen, dass wir dich anbeten und vor dir niederknien. Du führst uns zu gutem Lande, damit wir sicher wohnen. Ich will dir danken, Gott, und mit dir Freuden singen. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir Gottesdienst feiern können. Wir bitten dich um deine Gegenwart. Hier in Oldinghausen in der Kirche, zu Hause oder unterwegs. Du willst bei uns sein. Diese Zusage haben wir. Darauf wollen wir vertrauen. Auch in dieser Zeit, die doch so schwierig auch ist und so besonders, wo viel Sorge uns umtreibt, wo wir Leiden, um Leiden wissen und vielleicht auch Leiden miterleben müssen, wo Krankheit oft ein Thema ist, Arbeitslosigkeit, Sorge um deine Schöpfung, aber wo auch manches passiert, was uns erstaunt und unseren Blick neu macht. Wir bitten dich für diesen Gottesdienst, öffne unsere Ohren für deine Botschaft, für dein Gebet, das uns Jesus geschenkt hat. Das bitten wir im Namen Jesu Christi. Amen. Vater unser im Himmel. Jesus nennt Gott Papa, aramäisch Abba.
Seine unmittelbare Beziehung zu Gott ganz nah gilt auch für seine Jünger und Jüngerinnen, gilt für die, die sich im Gebet an Gott wenden, als den liebenden Vater unser. Jesu Gleichnis von den beiden Söhnen und dem liebenden Vater zeigt uns, dass wir nicht in einem Dienstverhältnis zu Gott stehen sollen, sondern er zu uns in einer Liebesbeziehung steht. Die Himmel umgeben uns. Gott ist bei uns. Geheiligt werde dein Name. Gott ist heilig. Mit ihm würdig und gut umzugehen, müssen wir immer wieder neu lernen. Das Vaterunser ist eine würdige Art und Weise, mit ihm zu reden. Keine Wunschlisten, kein überflüssiges Geplapper, ein Gebet, geschenkt von Jesus, das ich mit anderen gemeinsam beten kann. Dein Reich komme. Gottes Reich ist mit Jesus gekommen. Das Zeichen seiner Herrschaft ist nicht das Schwert, sondern das Kreuz. Jesu Auferweckung ist unsere Hoffnung auf Frieden, Befreiung und Gerechtigkeit für alle Menschen. Diese Hoffnung kann uns in Bewegung setzen. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Was Gott will, hat Jesus uns vorgelebt. Gottes Gebote sind Weisungen für einen guten Weg im Leben, für ein sinnvolles Leben. This must be heaven for everyone. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wir bitten um ein Lebensmittel. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, aber auch vom täglich Brot. Laden wir andere ein, statt Brot wegzuwerfen. Danke Gott für unser täglich Brot. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Gott kann Schuld vergeben. Schuld belastet, Schuld kann lähmen. Schuld kann Schuldgefühle mit sich bringen, aber auch eine gefühllose Kälte erzeugen. Schuld wirkt bis in nächste Generationen hinein. Gottes Vergebung ist Befreiung zu einem neuen Anfang, dazu, sich selbst und anderen vergeben zu können. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gott ist gut, er erlöst uns von unserer Tyrannei, uns selbst wie Gott aufhören zu wollen und dabei Macht zu missbrauchen. Das Böse, das Nichts, die Sinnlosigkeit, die Unbarmherzigkeit, sie sind nicht von Gott. Bei Gott finden wir Befreiung. Wir sollen und können Gott, unseren Nächsten und uns selbst lieben. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wo ich ja stehe, du warst schon da. Wenn ich ja fliehe, du bist mir nah. Was ich auch denke, du weißt es schon. Du bist barmherzig, voller Geduld.
und du hebst mich zu dir hinaus. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Liebe Gemeinde, wenn wir der Schönheit und der Tiefe des Gebetes des Vaterunsers, seinem Zuspruch und seiner Barmherzigkeit nachspüren, so wie eben in der Bildmeditation, dann beginnen wir natürlich immer am besten bei dem Wort Vater. Denn abgesehen davon, dass zu Jesu Zeit damals bestimmte Fragen noch nicht im Raum standen, so zum Beispiel die Frage der Weiblichkeit oder Männlichkeit der Gottesanrede, das ist wohl eher eine moderne Frage, so war doch eines damals schon wie heute so. Menschen machen sich gerne viele eigene Bilder von Gott. Für manche ist er damals scheinbar zum Beispiel sowas wie ein gestrenger Hausherr gewesen, der pedantisch auf die Einhaltung von Regeln und Geboten achtet. Jedenfalls ging es für einige immer nur um Regeln, 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 wenn es um Gott ging. Für andere, auch heute, wir lesen das manchmal bei einigen religiösen Gruppen in der Pandemie, ist er eher der ferne Weltenrichter, dem wir zu gehorchen haben, sonst Strafe. Bei anderen wieder ist er gar nicht da, je nachdem, ob es das eigene wissenschaftliche Denken oder die Evolution oder ähnliches nach eigenem Ermessen noch zulassen oder nicht. Jesus schenkt uns in allem jedenfalls das Bild Abba, Papa. Heißt das aramäisch. So wie ein Papa, sagt Jesus, ist Gott und beschreibt mit diesem Vertrauenswort doch eher bildlich einen Raum, der Gottes Wirklichkeit ausfüllt und die Weise, wie er ihn ausfüllt, nämlich mit Liebe und Barmherzigkeit. Und da tauchen biblisch dann auf der eine oder andere gute Rat, Gebote, der Segen Abrahams und Sarahs, die Geschichte von der Befreiung Israels, die Propheten und ihr beharrliches Hinweisen darauf, werdet nicht gierig, bedrückt keine Benachteiligten, denkt an die Armen. Oder, dass er, Gott, sich mit ihm, mit Jesus auch selbst in diese Welt und für uns Menschen hingibt. Mit all diesem jedenfalls ist die Wirklichkeit Gottes beschrieben. Und in diesem Raum, der mir unter anderem nun genau mit dem Gebet des Vaterunsers geöffnet wird, für mich persönlich in meinem Kämmerlein, kann ich gut leben, durchatmen. Denn seine Barmherzigkeit macht mich frei, auch um anderen gegenüber barmherzig zu sein, um Selbstliebe zu schenken. Daraus soll sein Reich gebaut sein. Hier in diesem Gebet darf ich also Gewissheit haben. Die Gewissheit hier drin, im Herzen, da bist du Gottes Kind. Das ist das alles Entscheidende, das ist deine Würde, das ist deine Freiheit, das soll deine Gewissheit sein. Das ist, um es aktuell zu beschreiben, dann vielleicht nicht systemrelevant, aber es ist mir sehr wichtig. Von dieser Gewissheit erzählt Jesus übrigens auch an anderer Stelle, im Gleichnis vom verlorenen Sohn, um es zu veranschaulichen, wo es eben um einen Vater und in diesem Fall um seine beiden Söhne als den damaligen Erben geht. Das Gleichnis erzählt kurz zusammengefasst Folgendes. Der eine Sohn bleibt, als er erwachsen wird, bei dem Vater, nimmt so das Erbe auf und führt mit ihm den Hof. Er arbeitet fleißig und gut, top, würde man sagen. Der andere hingegen lässt sich sein Erbteil schon mal auszahlen, zieht in die Welt hinein und lebt so wie einst der englische Fußballer George Best, der einmal gesagt haben soll,
Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben. Den Rest habe ich einfach verprasst. Viele kennen den Ausgang der Geschichte. Ohne Geld kommt der verlorene Sohn zurück. Er hat nichts vorzuweisen, keine Leistung, nichts Vorzeigbares, nichts, womit er sich sicher sein könnte, dass ihn sein Vater überhaupt wieder aufnimmt. Aber er hat Hoffnung und Gewissheit, dass er letzten Endes doch noch Sohn ist und dass sein Vater letzten Endes doch noch Vater ist und ihn letzten Endes deshalb vielleicht doch noch liebt, dass er die Reue im Herzen seines Sohnes und seine Traurigkeit sieht und vielleicht wenigstens irgendeine Arbeitsstelle für ihn auf dem Hofe hat, wenn er auch eigentlich nicht mehr wert wäre, Sohn zu heißen. Was dann auch geschieht, ja vielmehr noch, der Vater ist so glücklich, dass der Sohn wieder da ist, dass er ein großes Fest für ihn feiern lässt. Und da ist nun der andere Sohn verständlicherweise ziemlich eifersüchtig, weil er doch immer fleißig war und alles für den Hof getan hat. Das kann man ein Stück weit nachvollziehen. Aber die zwei Söhne spiegeln in diesem Gleichnis damit dann doch beispielhaft eine wichtige Grundfrage unseres Lebens wider, die genau in diesem Kontrast deutlich wird. Die Frage, worauf baue ich im letzten Grund mein Leben, meine Würde, mein Selbstrespekt, meine Liebe? Denn da bildet der eine, der fleißige und vorbildliche Sohn, beispielhaft ab, was für uns ja fast immer zum Menschsein gehört. Denn unabhängig davon, dass wir uns für bestimmte Dinge begeistern, unsere Arbeit gut machen wollen, Freude haben an modernen Medien, Musik, dass wir vor anderen auch nicht wie Deppen erscheinen wollen, dass wir uns mit anderen vergleichen, so kann dieses alles aber auch rein menschlich in eine Selbstvergewisserung und einen Wettbewerb führen, in dem mehr und mehr die Liebe, die Gewissheit, dass ich wertvoll bin, davon abhängig gemacht wird, was ich leiste oder was andere leisten. Ich vergewissere mich dann der Liebe, des Lobes und der Anerkennung der anderen oder Gottes, dem Like oder Dislike, mehr und mehr oder ausschließlich darin, dass ich etwas leiste und gut dastehe. Ist mein Blog gut genug? Meine Schule, mein Beruf, mein Auto, meine Gesundheit, mein Urlaub, mein Lebenslauf? Als Pfarrer vielleicht komme ich gut genug rüber? Kann ich gut und frei sprechen, eine tolle Predigt halten? Oder ein Gebet? In der Lesung zum Eingang hörten wir, zu Jesu Zeit war das genau die Frage für die Frommen an den Synagogen, weshalb Jesus dann meinte, sie fangen an, eine Schau zu machen und zu plappern und ihnen dann auch der Kürze halber und damit sie nicht eigene Worte leisten müssten, die Gnade der Worte des Vaters unsers schenkte. Oder eben der gute und fleißige Sohn im Gleichnis. Dass er fleißig ist, ist ja an sich nicht verkehrt, aber er baut immer mehr darauf, dass er sich mit seiner Arbeit die Liebe des Vaters doch verdient habe oder sie verdienen müsse, jedenfalls mehr als der andere Sohn. Damit aber verschwindet das Vertrauen in den Vater und darin, dass er ihn auch einfach so als Sohn lieben könne. Es verschwindet die Gewissheit, seiner selbst geliebt zu werden. Es schwindet die Fähigkeit, das Leben, die Liebe, die Schönheit, eine Arbeit auch als Geschenk empfangen zu können. Und so bleibt es dann bei der Pointe der Geschichte, die für den Vater bedeutet, guter Sohn, du warst immer bei mir. Das ist wunderbar. Wir haben alles geteilt. Ich bin dankbar, aber die Liebe ist davon nicht abhängig. In allem, wie du bei mir bist und ich dich liebe, ich liebe auch meinen anderen Sohn. Ich kann es nicht ändern. Und so ist zumindest Gott als Vater, als Papa, sagt Jesus. Er öffnet dir und mir einen Raum des Vertrauens, der Liebe und der Barmherzigkeit. Ist er wie Gras und Ufer, wie Wind und Weite und wie ein Zuhause, wo ich aussprechen kann, meine Bitte um das täglich Brot, meine Sorgen wie meine Sehnsucht nach einer heilen Welt, sagen kann, wo ich mich nicht gut fühle, Schuld empfinde und dass ich selbst mich um gute Beziehungen kümmern will und dass letzten Endes immer ich gewiss sein will, dass er die Kraft ist oder sie, die Güte
und Barmherzigkeit des Lebens, die entscheidend ist und ich Gottes Kind bin, immer und alle Zeit. Amen. Ein Gebet für Menschen, die in unserem Herzen sind, Sorgen, die uns begleiten, eine Sehnsucht, die wir haben oder die Dankbarkeit für Gelungenes, Unsicherheit und Fragen in der Pandemie, Menschen, die Verantwortung tragen und Risiken in der Pflege, den Krankenhäusern, Menschen, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben und um ihre Existenz fürchten, der Alltag in Schule, Beruf und Zuhause, Menschen in der Welt, Menschen in unserer Gemeinde, die in Trauer sind. Was uns bewegt und was uns nachgeht, wir legen es in die Worte, die Jesus uns geschenkt hat und beten mit der ganzen Christenheit auf Erden. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Wir hören zum Schluss das Lied der Band The Cross, möge die Straße uns zusammenführen. Halte Gott dich fest in seinem Arm.